So Leute, wir sind hier im Ercans Gym und ich muss noch ganz kurz die Kamera adäquat justieren. So geht's einigermaßen. Und wir wollen ein bisschen die FIBO Revue passieren lassen. Ercan, du warst ja, wie oft warst du eigentlich früher schon auf der FIBO? Also ich war bestimmt 10, 15 Mal, aber das dieses Jahr war... Was war anders? Dass die Menschen jemanden berühren wollten, ist anders gewesen. Okay. Ich glaube, das ist daher, durch den YouTube haben die Menschen gedacht oder denken, dass die uns kennen. Und deswegen war keine Hemmschwelle da, uns zu berühren. Ich meine, du hast ja die Vorreiterrolle da geschafft. Die Menschen kommen, fassen dich an, feiern mit dir. Das war richtig geil, ja. Genau, das haben wir dieses Jahr cool. Auch erst einmal gespürt. Das war Wahnsinn. Ja, und ich muss auch sagen, ich war ja in Essen damals. Als es in Essen war, genau. War ich ein paar Mal, ich glaube 2-3 Mal, damals mit Uwe Pfeil aus dem der Sportfabrik Ravensburg. Nochmal Shoutout, der hat jetzt sein Gym verlegt. Und ich muss sagen, dass es mir jetzt erstmal von der Masse viel, viel größer vorkam. Es war richtig geil. Und Trend definitiv auch Richtung Jugend, also wie die zu dir gekommen sind, zu mir. Und das fand ich schon mal richtig, richtig krass, dass einfach extrem viel Jugendliche, anstatt jetzt rauchen, saufen, kiffen, Party machen, wirklich ins Gym gehen. Das hat man krass gesehen. Und ich fand es auch von den Supplements her, es ging auch viel, viel mehr so in die Richtung aspartamfrei, bio, dass man da richtig krass aufpasst und da auch eine sauberere Linie mit reinkriegt. Genau, also wichtigste Punkte sind ja, hast du ja gerade angesprochen, ich meine, du mit habt eine Welle losgelöst, dass die Jungs wirklich das als Lebensstil entdeckt haben für sich. Und wir haben ja Mütter und Väter gehabt, die ihren Kindern zu uns gebracht haben und rausgeschickt haben, ob wir mit denen Bilder machen können. Ja, das ist richtig krass. Das ist eine gigantische Welle und wenn man die noch aufrecht erhält, dann ist die Zukunft sehr rosig. Und mittlerweile ist ja so, dass die Fans eigenen Stars selber schaffen. Also ich kann nicht aufstehen und sagen, ich bin der Star, also stellt euch an. Sondern die Fans entscheiden selber, wem die bewundern wollen und wem die als Star sehen wollen. Und das war bei diesem FIBO so offensichtlich. Also ich hätte nie gedacht, dass es so sein wird, wenn die Stars da laufen, unsere Stars. Also ich bin ja Fan von Dorian Yates, Flex Villa. Ich bin ein riesen Dorian Yates Fan. Genau, Kevin. Ich laufe hinter denen her und die Leute laufen hinter uns her. Also es war echt, aber es macht Spaß. Die durften uns die durften uns berühren. Was für Geschmack bist du? Was für Geschmack wir sind. Ja. Das war schon sehr, sehr angenehm auch für uns, dass die Leute unsere ehrliche Arbeit geschätzt haben. Was ich auch richtig geil fand, ist einfach, dass für jeden was dabei war. Also ich bin ja auch selber Fan beispielsweise vom Hardcore Bodybuilding, von Kai Greene, von damals von Dorian Yates bin ich ein Fan. Und es gab aber halt auch diese, sag jetzt mal, es gab die Natural-Gruppe, es gab die Physik-Gruppe, es gab die richtig krassen Leute. Und es war einfach für jeden was dabei, jeder konnte sich mit irgendwas identifizieren. Ich habe vorhin schon mein Highlight gezeigt, das war vom Produkt her, das war so ein Ding. Also, wie soll ich jetzt erklären. Man kennt doch diese Tunnels, wo oben so breit sind und dann so klein werden. Und es war so ein Tunnel, wo man unten und oben zudrehen kann und dann kann man sein Protein oder irgendwas halt drin tragen und dann kann man das untere Ding einfach so wegmachen, in eine Trinkflasche rein und ich weiß nicht, wie oft ich irgendwie irgendwie so ein Papierding zusammengerollt habe, dass es irgendwie reinkriegt. Das fand ich richtig geil. So eine Art Trichter, oder? Wie so, genau, ein Trichter. Genau. Ein Trichter, den man unten und oben zumachen konnte und man sein Protein rumtragen konnte. Was war so dein Highlight von den Ständen her, von den Products her, von den ganzen Sachen? Also ich habe nur ein Highlight gesehen, das war der Hype nach uns berührt. Also das, mehr habe ich nicht gesehen, wir konnten ja nicht... Man konnte nicht laufen, gell? Genau. Wir haben uns auch mit dir mal getroffen wollten durch, es war ja unmöglich. Also, ja, wir konnten ja nicht so wirklich reden, gell? Also ich muss sagen, ich habe es genossen. Das soll weitergehen. Die Jungs schätzen unsere Arbeit. Fertig. Also ich kann nicht aufstehen, großkotzig dastehen und wenn 5 Leute mit mir Foto machen, tun, wie wenn ich gelangweilt wäre. Und dann von den Fans verlangen, dass die sich anstellen. Das geht halt mittlerweile nicht. Ja? Man muss wirklich anfassbar sein und das waren wir, glaube ich. Ja, und ich denke auch für jeden, der nicht an der FIBO dabei war. Ja? Wir haben, hast du bei dir was hochgeladen von der FIBO? Erst jetzt. Okay, also da kommt jetzt beim Ercan noch ein paar Sachen. Ich habe 2 so Videos gemacht, 2 so 3-minütige Clips, wo man wirklich sieht, was abging.
Und definitiv für alle, die halt da sind, die ganzen Jungs, ja, die ganzen Jungs, die ihr halt so kennt aus YouTube, die waren wirklich alle da, haben sich wirklich morgen zum 9 hingestellt, sind erst abends heim. Das heißt, also man konnte wirklich mit fast jedem Bilder machen. Für Reden und Fragen hat es leider nicht ausgereicht, weil das hat einfach nicht hingehauen. Genau. Aber man kann auch sonst wirklich jeden sehen. Es sind alle diese klassischen Oldschool-Bodybuilder da. Es sind alle neuen Leute da, die auf dem Mr. Olympia stehen. Also Phil Heath, Dennis Wolf, Kai Green sind alle da. Es sind alle Supplement-Hersteller da, alle Gerätehersteller, fast alle Klamottenhersteller. Also wirklich für die Leute, die sich fragen, soll ich da hingehen, ich würde euch nur wärmstens empfehlen und checkt mal die beiden Videos bei mir ab und das, was beim Erjan kommt. Und dann könnt ihr entscheiden, ob ihr nächstes Mal am Start seid. Bis dahin, haut rein. Ciao.